Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Albert Wesker. Wie ihr schon an dem Titelbildschirm sehen könnt, spiele ich das neue Alien Isolation. So. Ich bin schon recht gespannt, wie das Spiel so ist. Ich habe schon viel Gutes gehört, einiges auch Schlechtes, aber man soll sich ja immer seine eigene Meinung bilden, ne? Okay, Moment, ich muss noch mal eben alles checken. Controller angeschlossen. Okay, nicht, dass das mir wieder wie letztes Mal so mit einem Spiel der Controller leer wird. Schließe ich lieber an. So, alles klar. Okay, das ist auch in Ordnung. Gut. Jo, funktioniert alles prima. Gucken, in Option. Ja, Helligkeit ist gut. Und Ton. Die Untertitel lasse ich mal aus, oder? Ja, ich lasse mal jetzt, lass sie lieber aus. Oder? Ich lasse sie lieber aus. Format, Lautsprecher, okay. Naja, ich habe PlayStation 4 Kamera habe ich nicht angeschlossen, also können die Sachen ruhig auspassen. Gut. Alles klar, dann starten wir das Spiel mal. Aber wir fangen nicht mit dem Spiel selber an. Nein. Fangen. Wie soll es auch anders sein? In der richtigen Reihenfolge. Und zwar mit der Story zu Alan Ripley. Welcher von den beiden ist jetzt der Anfang? Besatzung ersetzbar oder letzter Überlebende? Ich glaube, das Oberste ist, glaube ich, von der Herren, oder? Ja. Jo. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich nehme mal Besatzung ersetzbar. Leicht. Ich weiß zwar, dass das ziemlich schwierig sein soll, aber extra deswegen leicht nehmen. Ich glaube, wir sollten lieber die mittlere Schwierigkeit graben. Schwer auf jeden Fall nicht. Nee, Mittel ist gut. Und los geht's. Oh, ich hoffe sehr, dass es richtig cool wird. Wie gesagt, ich habe schon sehr Gutes gehört. Auch viel, dass es auch Negatives gab. Beispiel, dass es an vielen Stellen sehr unfair sein soll. Mal abwarten, ne? Ah. Was es auch für ein Biest sein mag. Es war gewaltig. Sie denken, es hat ihn in die Luftschächte geschleppt? Es ist in einem der Kühlkanäle verschwunden. Ich bin davon überzeugt. Es bewegt sich durch die Luftschächte. Tja, ich würde sagen, das mit dem Luftschacht ist immerhin eine Chance. Er hat keine Abzweigung und führt direkt in die Hauptluftschleuse. Wer hat die Ehre? Okay. Ah, jetzt können wir auswählen. Alan Ripley. Parker. Der Ingenieur oder Captain Dallas? Können wir auch Ash auswählen? Ne, sieht wohl nicht so. Ne, nur die drei. Wen nehmen wir denn am besten? Naja, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, wen man nehmen. Natürlich nehmen wir Ripley. Oder sollen wir... Ne. Ich bin für Ripley auf jeden Fall.
Ja. Aber wie ich jetzt gehört was habe... Was muss ich tun? Ripley, Sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash öffnet die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Parker, Lambert und mir. Also los, Leute. Anscheinend sind das aber nicht die originalen Synchronstimmen aus dem Film, wo im Original ist es ja, sind das ja die originalen Darsteller aus dem Film damals. Die haben auch den Charakteren ihre Stimme gegeben. Finde ich irgendwie schade. Na gut, die erste Synchronstimme von Sigourney Weaver ist ja in Ruhestand, ja, oder so. Oder macht das nicht mehr, auf jeden Fall synchron sprechen. Aber dafür gab es ja eine andere, die sich ähnlich anhört. Die hätte man noch nehmen können. Aber naja. War ja auch irgendwie klar, dass wir nicht die Original-Synchronstimmen kriegen würden. Naja, gehofft hat man es schon, aber naja. Egal. Auf jeden Fall hört sich das nicht so amateurhaft an wie bei Coronial Marines. Der Teil war ja sowas von schrecklich. Aber das brauche ich ja nicht von erzählen. Ne? Na gut. Lassen wir das mal sein. Reden wir nicht über die schlechten Sachen, sondern um das Gute hier jetzt. Also bis jetzt, das sieht echt fabelhaft aus. Die Grafik sieht gut aus. Die Details von der Nostromo hier. Das auch, Karte. Optimal. Ah, das können wir einsammeln, aber müssen wir nicht. Oh, ich denke mal, wir sammeln sie trotzdem ein, oder? Okay. Fackel haben wir schon mal. Ah, was ist das? Lazarett oder das Labor? Ripley, ich würde mich zuerst umsehen. Vielleicht gibt es hier etwas Hilfreiches. Man kann nie wissen. Ich hasse diesen Typ. Die Alien-Leiche. Der Facehugger, besser gesagt. Eine Fackel. Der ist ja süß. Kommt mir irgendwie von querbeet irgendwie dieses. Oder? Ripley, sicher, dass Sie alles haben, was Sie brauchen? Oder Kuhbert oder wie das Spiel heißt. Diese, nur dass der orange ist, statt blau. Querbeet, wie komme ich jetzt auf querbeet? Kuhbert oder naja. Weiß ich das überhaupt richtig ausspreche, aber ich glaube. Einige von euch wissen wohl, was gemeint ist. Okay. So, mal hier weiter umschauen. Ups. Momentan ist noch nichts von Alien zu sehen hier. Ah, hier ist die... Wie heißen die noch? Momo ist auf der Oberfläche des Planetoiden gelandet, von dem aus das akustische Signal versendet wird. Dallas, Kane und Lambert treffen Vorbereitungen, sich dem Signal auf dem Fußweg zu nähern. Die Oberflächenstruktur besteht aus Basalt mit Spuren von Rhyolith und vermutlichen Lavaüberlagerungen. Atmosphäre, Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff und eine hohe Konzentration an ungebundenem CO2. Druck liegt bei 10 hoch 4 Dünen pro Zentimeter. Ein typischer Sturm, der da draußen tobt. Ich wollte die Fackel noch gar nicht anstellen. Anzünden, shit. Hyperschlafkapseln oder so, oder Gefrierschlaf. Ich habe jetzt das richtige Wort nicht mehr im Kopf. Hyperschlaf, glaube ich, heißt es. Kryoschlaf, naja.
Dabei kenne ich die Filme aus mir und jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Oh Mann. Okay. Sieht echt cool aus. Naja, gut. Na, einige Bugs gibt's hier auch. Aber es ist ja immer noch ein Spiel. Ne? Hm? Ich habe immer noch so einen Husten. Da ist der Amber doch nicht infiziert. Nur Kane war das doch. Okay, jetzt sind wir hier auf der Brücke. Ist ziemlich dunkel hier. Keiner hat was zu sagen. Ah. Der Flammenwerfer. Und den Motion Trigger. Mhm. Sehr gut. Okay. Okay, auf geht's. So, erste Aufgabe. Ne, hier liegt nichts. Ash ist auch weg. Ne, da vorne. Das Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Versteckst du doch hinter, Ash. Du hast doch hier alles verriegelt und verrammelt. Viel Glück. Ich schließe die Luke hinter ihnen. Okay. Ja. Was anderes habe ich auch nicht erwartet von dir. Und schon schließt der Arsch uns ein. Am liebsten hätte ich ihn vorher schon eine übergebraten. Schließen Sie Luke 00B2. Okay. Oh, da höre ich es von. Na klasse. Da oben einmal. Und ich glaube, da gehen wir zuerst hin. Oh oh. Oh Gott. 5 Flammenwerfer nachladen. Und ist das Vieh nicht hier drin? Okay. Was da? Was echt? Ist das hinter uns? Ich habe schon gedacht, dass er es tötet uns jetzt. Wir haben es gerade mit dem Flammenwerfer wahrscheinlich. Aber es kommt wieder. Wo bin ich jetzt? Im Lager. Oh, oh. Wo, wo, wo? Oh, der Flammenwerfer ist bald alle. 33% oder Liter? Keine Ahnung. Schließen Sie
alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben, Parker. Falls Sie einen besseren haben, ich bin ganz Ohr. Ja, ja. Ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Das Vieh steht, glaube ich, direkt vor dieser Tür. Ist hier irgendwas noch? Hm? Ah ja, hier. Impfstoffkapsel. So, erstmal nachladen. 83%. Nicht gerade viel, aber immerhin, ne? Besser als gar nichts. Ne, hier können wir nichts aktivieren. Mal sehen, was hier drin ist. Leer. Toll. Vieh steht immer noch da. Kommt das nicht rein? Okay, ist auch gut so, wenn es nicht reinkommt, aber trotzdem, dass das Vieh die ganze Zeit vor der Tür schlagert. Das Vieh die ganze Zeit vor der Tür ist. Ah. Mal sehen, wo geht's da lang. Oh. Ah, jetzt müssen wir nach oben. Zu Luke B2. Ich glaube, wenn das Vieh die ganze Zeit vor der Tür ist, nehmen wir da den Hinterausgang. Mir ist das nicht irgendwie nicht geheuer hier drin. Ja, es kommt. Das direkt vor der Luke da vorne. Scheiße, jetzt ist das Vieh direkt vor der Luke. Das gibt's doch nicht. Erst vor der, die ganze Zeit vor der Tür, jetzt ist es vor der Luke. Fuck, ey. Ja, einmal kann man sie vielleicht nochmal verscheuchen. Das wird aber riskant. Oh oh. Scheiße! Fuck! Hab ich mich erschrocken. Mein Gott. Scheiße. Leck mich fett, ey. Na toll. Jetzt können wir den ganzen Käse nochmal machen. Nee. Ich habe aber noch keinen Speicherort gefunden. Kann man hier überhaupt speichern? Ich habe ja mal in einem Vorschauvideo gesehen, dass das eine Art der Notrufsäulen sind, wo man speichern kann. Und die werden hier als Diskette auf der Karte angezeigt, aber hier ist das nicht zu sehen auf der Karte. Sie haben sich aber ganz schön Zeit gelassen. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Ich sitze hier wieder auf dem Präsentierteller. Sie sind in Sicherheit, Leonard. Keine Panik. Es ist bald vorbei. Bald ist gut. So, wieder Handschirm mitnehmen. Das Vieh bestimmt schon wieder vor der Tür hier. Und lässt uns da vorne nicht wieder raus. Na toll, hier gibt es überhaupt keinen Hintereingang. Oder in dem Fall Ausgang. Shit. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Das Vieh ist direkt vor der Tür und wartet nur, dass wir rauskommen. Ah, da ist noch ein Luftschacht. Schnell da durch. Oh shit, jetzt geht das hier eine Luke hier wieder.
Ah, toll. Das hatten wir doch eben schon. Es geht doch bestimmt wieder in die Hose. Wenn ich jetzt an die Tür hinlaufe, dann kommt das Fiege. Ja! Was habe ich gesagt? Ich konnte auch nicht mehr zurück, sonst schon ist das Vieh drin. Geht ja echt gut los. Eieieiei. Halt die Klappe da hinten. Bleib mir bloß weg. Schließen Sie alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben, Parker. Falls Sie einen besseren haben, ich bin ganz Ohr. Ja, ja. Vor der Tür. Klasse. Naja, gut, nicht direkt vor der Tür, aber es ist in der Nähe. Okay. Hier gibt es ja wieder den Hinterausgang. So, Parker rüber können wir nicht, oder? Ne, dann müssen wir ja die Scheibe zerschlagen. Und dann hat er genauso die gleichen Schwierigkeiten wie wir jetzt. Vieh verschwindet auch nicht vor der Tür. Aber komisch, dass das Vieh nicht reinkommt. Ne? Hm. Da. Ich hab's doch gewusst. Läuft immer hin und her. Na komm her. Jetzt verschwindet das Vieh. Ich dachte schon, das geht nicht weg. Wie sagt man so schön? Ja. Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Schnell, du hast so eine andere Tür. Mit der anderen Luke. So. Tür. Luke. Sie haben sich aber ganz schön Zeit gelassen. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Ja. Ich sitze hier auf dem Präsentierteller. Ja, ja, Lämmer. Sie keine Panik, es ist bald vorbei. Wir wissen ja, dass du ein Schisser bist, Lambert. Schrott. Überall liegt nur Schrott rum. Medikit. Ah, das ist das Crafting-System. Hm, uns fehlen aber noch einige Teile. Na ja, gut, wir sind ja noch guter Dinge, ne? Hm. 116% So, wo müssen wir jetzt hin? Stand das da überhaupt? Ne? Da, da, da. Komm rein! Mach dir Feuer unterm Arsch. Hau ab! So. Okay. Wir hier richtig.
Ja. Vorne ist es gleich. Scheiße, diese. Da ist die ganze Fracht drin, glaube ich. Alter. Da liegt was. Yo. Na gut. Ruhig hier. Weiter geht's. Du. Wer ist denn das da? Ah, toll. Wie heißt er nochmal? Brad. Ne? Schön, Sie zu sehen, Ridley. Eigentlich sollte ich da reingehen. Es war mein Gut, Dallas. Packen wir es an. Okay. Ich bin im Achterdeck angekommen. Okay. Finden Sie das Hauptschaltsystem und locken Sie die Kreatur zum unteren Deck. Ich stelle von meinem Terminal aus eine Verbindung zum Luftschleusensystem her. Anderes Dallas. Ich wollte gerade das sagen. Ich brauche immer nur einen Alien. Gibt's aber keinen Hinterausgang, nur da vorne. Ah, okay. Nächste Tage war einsetzen. Hm? Oh. Wenn das Vieh hier drin wäre. Müsste über uns sein oder unter uns. Irgendwo eine Lüftungsschächte. Toll. Diese Ungewissheit, ob das jetzt reinkommt oder irgendwo anders ist, wenn wir da reingehen. Okay, es ist direkt da vorne. Einfach nur geradeaus. Locken Sie das Alien in die Hauptschicht. Okay. Ne. Nirgendwo was von Speicherplätzen da. Da ist es ja. Da steht es. Durch den Schacht oder durch die Tür gehen. Simon. 80% noch. Soll ich riskieren? Ach, die ganze Zeit hier rumstehen und nichts tun ist auch nichts. Da vorne ist es. Komm her. Komm her, du Mistvieh. Komm her. Ich mach dir wieder Feuer. Na, noch eine Portion. Also noch nicht genug? Ja, jetzt haust du ab. Das Mistvieh. Mach schnell da durch. Hier. Hier. Ich bin beim Hauptschacht. Also wünschen Sie mir Glück. Tja, nun. Haben wir das Ehen jetzt am Arsch oder was?
Oh, boy. Es folgt uns doch auch gar nicht. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Ach, lämmert. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Ich brauche mehr als das. Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Direkt da. Oh, es ist hier im Schacht. Scheiße. Ich mich erschrocken. Scheiße. Bewegung! Verschwinden Sie da! Ja. Bewegung! Ja, ich. Schneller kann ich mich nicht bewegen. Na toll, das Vieh kann jeden Moment noch wieder raus. Ich habe nur noch 14%. Scheiße. Einmal kann ich es vielleicht noch in die Flucht schlagen, aber. Und dann? Links! Ja, okay, links. Okay, richtig zu. Nach links. Links, okay. Rechts. 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 Boah, geschafft. Ich hab's geschafft, boah. Ich wäre schon längst im echten Leben, wenn ich in dieser Situation bin, schon längst am Herzstillstand gestorben. Ash, ich habe Sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Es ist hier. Jetzt liegt's bei Ihnen. Verstecken Sie sich. Das Öffnen der äußeren Luftschleuse wird dauern. Reden Sie das hier. Wissenschaftlich offiziell in Nostromo. Dies ist ein offizieller Eintrag in das Schiffslog über meine heutigen Taten. Ein Mitglied der Crew wurde von einer unbekannten Kreatur angegriffen. Ich habe ihn zurück an Bord gelassen, ohne offizielle Quarantäne-Richtlinien zu folgen. Im Großen und Ganzen, denke ich, war dies die richtige Entscheidung. Es war ein Risiko, das ich willentlich eingegangen bin, und ich werde mich jeglichen Entscheidungen der Firma bei meiner Rückkehr beugen. Das Vieh ist hier drin. Scheiße. Hoffentlich sieht es mich nicht. Luftschleuse bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Okay. Ich gehe das gut. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Oh, Scheiße, da vorne ist das. Ich komme wieder zurück. Hier rein, soll ich das locken? Oh. Wo soll ich mich verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Scheiße. Es wäre auch direkt an mir vorbeigegangen, so wie ich das gesehen habe. Oh Mann. Oh. Ich Idiot, drück auf den Flammenwerfer. Müssen wir jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen? Ah, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht ganz von vorne. Ich habe schon befürchtet, wir müssen alles nochmal machen. Dann wird das hier wohl nur automatisch gespeichert. Okay. Ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden.
Es ist hier. Jetzt liegt's bei Ihnen. Verstecken Sie sich, während sich die äußere Luftschleuse öffnet. Luftschleuse bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Jetzt ist das Vieh schon drin. Scheiße. Na, kriegen wir das noch hin? Das Vieh ist schon drin. Da drin, bleibt da drin. Nein, das kommt wieder zurück. Scheiße, das kommt zurück. Seltsam, was geht hier vor sich? Boah. Ja, das ging das jetzt nicht, sonst hätte es mich getötet. Nun? Vielleicht mit der Fackel. Die Fackel reinwerfen und rausgehen. Woher? Na? Nein, nein, auf der Stufe. Irgendwo ist die Fackel irgendwie. Scheiße. Nein. Oh, ich rühre über die falsche Taste. Ah, jetzt. Scheiße, der steht da. Nicht bewegen. Ich läuft ja wieder vorbei. Ja, es läuft vorbei, sieht mich nicht. Schnell, 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 schnell. Da, der Knopf. Nein! Ja, da ist das. Oh. Warum geht die Tür nicht zu? Na, klasse. Wieso hat die Tür nicht funktioniert? Die Chance war von Anfang an nur gering. Wir müssen uns erneut absprechen. Aber sicher doch, Ash. War ja klar, dass du das verhindern hast. Organismus zur Erde bringen? Oberste Priorität. Andere Prioritäten gibt es nicht. Sie scheinen noch immer nicht zu begreifen, womit sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur. Ich bewundere seine Reinheit. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt weder Schuld noch Illusionen von Moral. Ja, klasse, das war ja sowas von klar. Noch etwas. Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht. Aber Sie haben mein Mitgefühl. Dein Mitgefühl kannst du dir schenken, Ash. Es war ja aber irgendwie klar, dass er das verhindert, dass wir das Vieh rausschießen ins Weltall. Ja. War's das schon? Jo, das war's. Okay. Dann sehen wir uns gleich im zweiten Part wieder zu den letzten Überlebenden. Bis denn.